Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge Der Schwarze Faden hier live auf FPÖ TV und freue mich sehr, den Christian Hafenick als Fraktionsvorsitzenden im Ibiza Untersuchungsausschuss begrüßen zu dürfen. Servus, Christian. Grüß dich, Servus. Die Woche war durchaus ereignisreich, Christian. Wir haben äh, Besuch bekommen von den sogenannten Basti Boys und Girls, sprich jenen Sektenvertretern dieser, dieser, dieser angeblichen Bewegung rund um Sebastian Kurz. In der Vergangenheit sehr viele Fragen aufgegeben haben, vor allem Fragen, wo man heute bis hin zu Hausdurchsuchungen, etwa beim Finanzminister, auch von staatlicher Seite gerne wissen möchte, wie haben sie sich finanziert, wie haben sie sich inszeniert. Das sind alles Dinge, die durchaus spannend waren. Und einer der ersten Vertreter, die wir diese Woche gesehen haben, war der Stefan Steiner. Christian, der Stefan Steiner, den kannte ich ja nur aus der medialen Berichterstattung. Was hast du für einen Eindruck gehabt von dieser Person? Was, was ist der? Was kann der? Warum ist der so hoch bezahlt? Ja, der Stefan Steiner Dürfte der Mastermind von Sebastian Kurz sein, sein wichtigster Berater, und das manifestiert sich ja auch darin, dass er eine durchaus stattliche Summe im Monat von der ÖVP in den Sack gesteckt bekommt. Also man spricht hier von einem Bereich von weit über 30.000 Euro im Monat, nicht im Jahr, sondern im Monat, der er da kassiert. Das ist wesentlich mehr, als der Bundeskanzler verdient. Und als solcher hätte ich mir schon gedacht, dass uns im Untersuchungsausschuss ein bisschen was darüber berichten kann wie sein beruflicher Alltag ausschaut, wie seine, äh, wie seine Zusammenarbeit mit Sebastian Kurz ausschaut und was er eigentlich so tut. Und siehe da, er hat wieder das gleiche Problem gehabt wie alle anderen ÖVPler auch. Er kann sich an nichts erinnern. Das Einzige, was wir jetzt erfahren haben, ist das, dass er um 30.000 Euro plus äh, im Monat täglich mehrere Zeitungen liest. Also das war die Quintessenz. Ja, das ist interessant, weil das, das fällt uns ja jetzt schon öfters auf. Also kaum kommt jemand aus diesem ÖVP-Umfeld, aus dem richtigen Umfeld von Sebastian Kurz in den Urschuss, können Sie die an nichts mehr erinnern? Ich meine, jetzt kann schon einmal sein, dass man sich an ein Detailtreffen äh, im Jahr 2018 nicht erinnert, aber so permanent zu sagen, weiß ich nicht, keine Wahrnehmung, keine Erinnerung, was, ist, was steckt da dahinter? Naja, das dürfte ÖVP-Spezifikum sein, das ist eine ÖVP-Krankheit, würde ich schon fast sagen, die ÖVP-Amnesie. Sie wissen alle nicht, wie der Sebastian Kurz in den Sattel gekommen ist, der dürfte scheinbar unabsichtlich Kanzler geworden sein. Und ich habe es die Woche schon mehrfach gesagt. Ich würde der ÖVP wirklich dringend empfehlen, einmal vielleicht einen Schamanen oder Sonstiges zu engagieren, um einmal die bösen Geister aus den Räumen zu treiben, die ihnen da im Bundeskanzleramt immer die Erinnerungen stehlen. Äh, denn es ist ja unglaublich, dass relativ junge Menschen äh, wöchentlich bei uns im Untersuchungsausschuss aufschlagen äh, und schlussendlich dann äh, bemerkbar ist, dass sie sich an nichts erinnern können. Also entweder lügen sie uns an oder es gibt dort wirklich ein massives gesundheitliches Problem. Ich persönlich glaube eher Ersteres, aber ist nur meine, meine private Wahrnehmung von diesen Befragungen da drin. Aber du hast gesagt, Stefan Steiner verdient im Monat über 30.000 Euro. Ich habe jetzt die, die Gehaltspyramide des Bundes nicht so im Kopf, aber der Bundeskanzler verdient weniger. Ist das wirklich realistisch, dass man sagen kann, naja, der, der, der wichtigste Berater vom Kanzler verdient mehr als der Kanzler selbst? Kann man das glauben? Nein, kann man nicht glauben. Und es wäre ja auch verrückt aus meiner Sicht, wenn man wenn man das so beibehält, deswegen haben sich ja für uns auch Fragen ergeben, also warum ist der Herr Steiner so dermaßen überbezahlt und gibt es hier vielleicht sogar Kickbackzahlungen? zahlungen das heißt, also werden hier bewusst Gelder an den Herrn Steiner ausbezahlt, die übertrieben hoch sind und auf der anderen Seite vielleicht wieder in irgendeiner Form zu Sebastian Kurz, zur ÖVP oder wie auch immer zurückfließen, das ist einmal eine Frage. Und die zweite Frage, die sich für uns gestellt hat, sie hat bis jetzt auch nicht so bekannt gewesen, wer bezahlt den Herrn Steiner eigentlich? Also ja, wer bezahlt ihn? haben wir schön geschaut, das bezahlt die ÖVP Bundespartei. Insofern spannend, als es dass die ÖVP Bundespartei den Vertrag mit ihm eingegangen ist zu dem Zeitpunkt, wo sie selbst mit weit über 20 Millionen Euro unter Wasser gewesen ist. Ja. Jetzt muss man sich die Frage stellen: Wie kann sich eine Partei, die mit über 20 Millionen Euro in den Miesen ist, sich jemanden leisten, der im Monat 300.000 Euro kostet, sprich äh, 30.000 Euro kostet, sprich 360.000 Euro äh, im Jahr? Also da hätte ich schon gern gewusst, was der Hintergrund ist, wir haben es nicht ausarbeiten können. Es ist ja interessant, du sagst, der, der, der Stefan Steiner wird von der ÖVP bezahlt. Das kann jede Partei im Prinzip Gehälter zahlen, wie sie möchte, und Leute anstellen, wie sie möchte. Nur das Interessante ist, ja, er arbeitet nicht in der, in der Bundesparteizentrale der ÖVP, sondern er ist ja direkt beim Bundeskanzler. Wenn das jetzt umgekehrt wäre, wenn jetzt zum Beispiel. Dass Stefan Steiner vom Bund bezahlt würde und für die ÖVP arbeiten wäre, dann wäre das eine illegale Personalsubvention. Wie ist das jetzt eigentlich zu bewerten, wenn ihr sagt, der Stefan Steiner kassiert im Monat 30.000 Euro von der ÖVP und arbeitet aber im Bundeskanzleramt für den Bundeskanzler Sebastian Kurz? Was ein, in was für ein Problemfeld bewegen wir uns da? Naja, es ist ja eine Konstellation, die es bis dato meines Wissens noch nicht gab. Das heißt, die Bundespartei der ÖVP spendet dem Bundeskanzleramt, und da reden wir jetzt von der staatlichen Institution Bundeskanzleramt, von dem Ministerium, eine Arbeitskraft im Wert von, im Wert von weiß ich nicht, aber jedenfalls um 30.000 Euro. Mhm. Und da stellt sich die Frage, wie stellt man das dar? Denn du weißt, gerade im Bundesdienst gibt es ja die Sicherheitsüberprüfungen, so wird das genannt, sprich es werden ja Personen, die Zugang zu sensiblen Daten und Akten haben, Zuerst überprüft, ob die sicher sind oder nicht. In dem Fall haben wir jetzt eine Situation, wo wir nicht wissen, ob der Herr Steiner überhaupt sicher zu überprüft ist. Die Teil am Rande, er selbst weiß es übrigens auch nicht. Mhm. Der aber zwangsläufig aufgrund seiner Nähe zum Bundeskanzler an sehr, sehr heiklen Gesprächen teilnimmt, natürlich heikle Akten sehen muss und das alles in einem, in einem Freiraum, der ja atemberaubend ist. Weil, wie gesagt, sämtliche Sicherheitsvorkehrungen in der Republik werden da eigentlich schon zum ersten Mal mit Füßen getreten. Also, die umgehen wir damit? Kann man die das so umgehen wir damit ja. absolut. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, was uns die Medien geheißen hätten oder auch der Koalitionspartner oder die ÖVP oder andere Parteien, wenn die FPÖ auch nur ansatzweise zu derartigen Konstellationen gegriffen hätte. Ähm, Christian, als wir das letzte Mal da gesessen sind, haben wir uns über die Causa. Van der Bellen unterhalten, wo ja der Stefan Steiner auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Äh, hast du ihn gestern dazu befragt eigentlich, zu seiner Rolle in dieser ganzen Zeit rund um Ibiza, um die Videoveröffentlichung, wie er reagiert? Das war eine sehr, sehr lustige Frage. Danke, dass du das ansprichst. Äh, natürlich war mir wichtig herauszuarbeiten, welche Rolle der Stefan Steiner gespielt hat. Wichtigster Berater noch einmal erwähnt. Äh, zum einen wusste er von dem Termin von Sebastian Kurz mit Alexander van der Bellen am Tag der Veröffentlichung des Ibiza-Videos. Da hat er hatte keine Wahrnehmung dazu, alles andere wäre eine Überraschung gewesen. Dann haben wir gedacht, gut, wenn er das nicht weiß, dann wird er ja zumindest wissen, was mit einem Termin gewesen ist, der dann am Tag nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos stattgefunden hat, wo sein eigener Name, also auch Stefan Steiner, im Kalender des Bundespräsidenten eingetragen war. Und hier haben wir wieder eine Überraschung erlebt. Auch da hat er keine Wahrnehmung dazu. Also irgendwann einmal äh, glaube ich dieser schwarzen Kurzanbetungstruppe kein Wort mehr. Der Zeitpunkt ist mittlerweile erreicht. Also, äh, dass man keine Wahrnehmung dazu hat, dass man Termin mit dem Staatsoberhaupt hat, um eine Regierungskrise zu besprechen, das kann er der berühmten zu dazu, aber nicht uns. Also, nicht nur die Festplatten geschreddert, vielleicht auch noch andere Dinge geschreddert. Ich hoffe, dass die Gehirne nicht geschreddert worden sind bei äh, den betroffenen Personen. Manchmal könnte man den Eindruck gewinnen. Zweite Person am gestrigen Tag war der Herr Axel Melchior. Äh, ich kenne den dann noch selbst äh, aus der Zeit des BVT-Untersuchungsausschusses. Da hat er schon eine eher unglückliche Rolle gespielt. Äh, die gestrige Befragung hat uns auch eher etwas ratlos zurückgelassen. Was kann man von der mitnehmen? Was kann man von der Befragung Melchior mitnehmen? ja. Naja. Zum einen glaube ich tatsächlich, dass das, was in den Medien schon relativ laut spekuliert wird, dass Melchior vor seinem Ablöser als Generalsekretär steht, dass das demnächst Gestalt annehmen wird und wir einen der letzten öffentlichen Auftritte von ihm gesehen haben in dieser Funktion. Und zum anderen wissen wir seit gestern zumindest auch zwangsweise, dass es offensichtlich in der ÖVP die Position eines Generalsekretärs ohne Portfolio gibt, denn der Herr Melchior hat natürlich, jetzt sind wir wieder bei den negativen Schwingungen, in den ÖVB-Räumlichkeiten äh, natürlich auch an nichts Erinnerungen gehabt. Äh, und das, obwohl er aber immer als jener gehandelt wird, der vor allem die Finanzen der ÖVB verwaltet hat und dafür zuständig gewesen sein soll, dass entsprechend viel Spendengeld in die Kassen fließt. Also, äh, da hat er sich an nichts erinnern können, keine Wahrnehmungen, außer und das war ja zumindest ein, ein Lucidum-Intervallum, das er uns da zum Besten gegeben hat. Er hat sich zumindest erinnern können, dass er beim Wirecard-Gründer Markus Braun zu Hause zu Besuch gewesen ist. Das ist ja auch schon was, wobei, wie du gesagt hast, er ist der Generalsekretär ohne Portfolio. Langsam bekommt man den Eindruck, die haben dort alle kein Portfolio. Da ist jeder für alles und für nichts zuständig und darum kann sich ja keiner an irgendwas erinnern. Also, wenn man die Geschichte, die uns die ÖVPler diese Woche aufgetischt haben, konsequent zu Ende denkt, müsste man eigentlich zu dem Rückschluss kommen, dass Sebastian Kurz vollkommen unabsichtlich zum Kanzler geworden ist und das Projekt Ballhausplatz für eine andere Partei geschrieben worden ist, weil anders gibt es das nicht. Niemand kann sich daran erinnern, für den Sebastian Kurz und für seine Machtergreifung in der ÖVP auch nur einen Finger krumm gemacht zu haben. Da hat es auf der einen Seite Basteltreffen gegeben, auf der anderen Seite hat es Verteilertreffen gegeben, dann hat es Wirtschaftsfachgespräche gegeben. Aber alle miteinander haben eines gemeinsam. Sie haben nichts mit Sebastian Kurz und nichts mit seiner Obmannschaft zu tun. Das dürfte offenbar nur parallel gelaufen sein. Aber jedenfalls war das ganz sicher nicht Teil eines großen Planes. Und in dieses Bild passend hat natürlich der Herr Melcher auch gesagt, na, natürlich auch er. Also wie kommt man denn auch drauf, dass ein Bundesgeschäftsführer, der, der damals ja gewesen ist, ja, irgendetwas mit einer Planung äh, von, von einer Kanzlerschaft von Sebastian Kurz zu tun hat. Also, eigentlich müssen wir uns die Frage stellen, wie dumm wir sind, dass wir davon ausgehen konnten, dass Sebastian Kurz mit einem Netzwerk zusammenarbeitet. Du hast es jetzt gerade angesprochen, das Projekt Ballhausplatz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie werden sich jetzt vielleicht die Frage stellen, was ist das Projekt Ballhausplatz? Und zu diesem Thema haben wir für Sie einen Einspieler vorbereitet. Im Wahlkampf 2017 veröffentlichte die Stadtzeitung der Falter ein mehrere Dutzend Seiten umfassendes Konvolut, das damals als sogenanntes Projekt Ballhausplatz die mediale Berichterstattung dominierte. Darin wird dezidiert beschrieben, wie es der neuen Volkspartei mit dem künftigen Obmann Sebastian Kurz gelingen sollte, die Macht in der ÖVB und die Macht in Österreich zu erobern. Während im Jahr 2016 und im Frühjahr 2017 Reinhold Mitterlehner unter reger Mitarbeit von ÖVB-Ministern öffentlich demontiert wurde, organisierte der damalige Außenminister Sebastian Kurz im Geheimen unter reger Beteiligung seiner engsten Mitarbeiter und Beamten den innerparteilichen Butsch gegen die alten Schwarzen. Er selbst war ja plötzlich türkis geworden. In drei Kapiteln beschreiben die bislang unbekannten Verfasser sowohl die inhaltliche, die personelle, aber auch die finanzielle Neuausrichtung der künftigen ÖVB unter Sebastian Kurz. Dabei wurden die Gegner der Volkspartei, die SPÖ, aber hauptsächlich die FPÖ in schlechtester Dirty Campaigning-Manier genauestens analysiert und vermeintliche Fehler für die zukünftige politische Debatte plakativ herausgestrichen. Zudem wurde beim Projekt Ballhausplatz bereits die künftige inhaltliche Neuausrichtung explizit beschrieben fpö demen aber mit Zukunftsfokus wird da etwa als Mantra des Wahlprogramms ausgegeben. Wir brauchen den Wählerversteher, den Strache perfekt beherrscht. Neben dem Blagieren des freiheitlichen Wahlprogramms beschäftigt sich ein weiteres Kapitel mit der personellen Struktur der ÖVP. Da die typischen ÖVP-Funktionäre wie etwa August Wöginger, Karl-Heinz Kopf oder Wolfgang Sobotka suboptimale Ergebnisse für die Gruppe rund um Sebastian Kurz erbringen würden, setzt man in der Beratergruppe der ÖVP auf reichweitenstark Quereinsteiger als die neuen Quotenbringer. Bereits im Projekt Ballhausplatz werden die ehemalige Stabhochspringerin Kira Grünberg, Maria Großbauer, aber auch der später schnell in der Versenkung verschwundene Efgani Dömnetz als Quereinsteiger genannt. Und nicht zuletzt wird der Finanzierung des Projekts Neue Volkspartei breiten Raum gegeben. Wie mittlerweile bekannt ist, hat ein professionell aufgezogenes System dafür gesorgt, dass Großspenden den niemals versiegenden Finanzdurst der Inszenierungen rund um Kurz Blümel, Nehammer und Co. am Leben erhalten konnten. Eine der vermeintlichen Eintreiberinnen dieser Großspenden war diese Woche im Ibiza Untersuchungsausschuss und stand den Abgeordneten Rede und Antwort. Welche Gegenleistungen für diese Spenden letztendlich erbracht wurden, ob damit entweder Posten oder gar Gesetze von ÖVP erkauft werden konnten, wird seit Juni vergangenen Jahres im Untersuchungsausschuss intensiv behandelt. Ja, lieber Christian, jetzt haben wir es gerade gesehen, Projekt Ballhausplatz. Also offenbar ein, ein, ein Aufmarschplan von Sebastian Kurz und von seinen Getreuen, von den Basti Boys und Girls, wie sie auch intern genannt werden, um die Macht der Republik zu übernehmen. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen und äh, es war ja die große strategische Bemühung, diese Woche genau dieses Projekt in Abrede stellen, zu stellen. Also alle ÖVP-Gäste, die wir diesmal begrüßen durften, habe ich gesagt, das hat es nie gegeben. Ich bin vom Gegenteil überzeugt und äh, wenn man sich die Details dieses Projektes jetzt vor dem Endspiel auch angeschaut hat, dann gab es ja klare Zuordnungen von Aufgaben an gewisse Personen. Und deswegen ist es ja so unerträglich, dass all diese Personen nichts davon wissen wollten, als sie hier im Untersuchungsausschuss befragt worden sind. Gezeigt hat sich der Stefan Steiner sicherlich einer, einer der, der strategischen Planer, der auch beim Projekt Ballhausplatz die strategische Planung, also quasi das große Ganze im Blick gehabt hat. Da Axel Melchior, nicht umsonst heute Generalsekretär, auch wenn er da kläglich versagt, ähnlich in seiner Rolle, aber der war natürlich in der, in, der, in, der, in der Ausführung dieses Projekts betätigt. Aber es gab ja noch eine Person, die wir befragt haben, nämlich die Gabi Spielfeld. Und die war für mich insofern recht interessant, weil jede strategische Planung, die du machst, die bringt überhaupt nichts, wenn du kein Geld hast. Und die Gabi Spielfeld spielt da eine Schlüsselrolle darin. Die Gabe Spiegelfeld war der Dreh- und Angelpunkt der ÖVP-Spendenmechanismen. Und zwar in folgender Art und Weise, als dass sie ständig Veranstaltungen organisiert hat, die halt zum Ziel hatte, wichtige Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und vor allem gut beduchte Persönlichkeiten an einen Tisch zu bringen und davon zu überzeugen, dass Sebastian Kurz und die ÖVP entsprechende Spenden erhalten. Sie hat dazu Frühstückveranstaltungen organisiert, sie hat dazu Abendessen organisiert und sonstiges gemacht. Und das Ganze steht aber in einem direkten zeitlichen Kontext zu den Ambitionen von Sebastian Kurz, die Partei zu übernehmen. Das heißt, sie hat ihn 2016 kennengelernt. Das war der Zeitpunkt, wo, wie wir wissen, Sebastian Kurz dann gegen Mitterlehner geputscht hat, in der Parteilich und schlussendlich auch die ÖVP. In Richtung der Kanzlerschaft getrimmt hat. Und genau in dieser Phase ist Gabi Spiegelfeld von den äh, Neos kommend äh, dann bei der ÖVP angedockt und hat dort ihr Netzwerk angeworfen. Das war ja echt interessant, was du jetzt gesagt hast, weil sie hat ja im Prinzip schon. Zu einem Zeitpunkt begonnen, für Kurz zu arbeiten, als der Kurz ja noch gar nicht äh, ÖVP-Chef war. Da war ja noch der, der Reinhold Mitterlehne ÖVP-Chef. Und das war für mich schon so ein, ein Aha-Moment, dass er zeigt, dass da natürlich eine strategische Planung dahinter war. Weil sonst würde sie ja nicht als Lobbyistin, die sie ist, äh, für den Sebastian Kurz, und zwar nur für den Sebastian Kurz arbeiten. Weil wenn sie sagt, sie arbeitet für die ÖVP, na gut, aber da geht es ja um ganz was anderes. Auch wenn sie das alles in Abrede gestellt hat, stellt sich für mich folgendes Bild dar. Sebastian Kurz hat sich eine Lobbyistin von den Neos eingekauft äh, und hat gebeten, sie, sie gebeten ihr Netzwerk anzuwerfen, was sie auch getan hat. Ja, und das Ganze und das ist der springende Punkt und genau da hast du vollkommen recht. Und das Ganze hinter dem Rücken von äh, Parteichef Mitterlehner. Äh, das heißt, sie musste eigentlich wissen, dass sie sozusagen auch gegen Mitterlehner spricht, den ÖVP-Chef eingesetzt wird. Und da gab es eine interessante Frage im Untersuchungsausschuss auch unsererseits, wo wir die Frage gestellt haben, ob sie auch mit Mitterlehner darüber gesprochen hat, dass jetzt für einen Außenminister aus der ÖVP-Regierung hier tätig wird. Und sie hat dann gesagt, nein, weil sie hatte nur die Interessen der Wirtschaft vertreten. Die Folgefrage ist natürlich dann die, unter Wirtschaftsminister, der ja Mitalena damals gewesen ist, spielt da keine Rolle? Und sie hat nur kritisch gesagt, nein, der stand nicht auf meiner Liste. Ja. Sie wird wissen, wovon sie spricht, weil wir alle wissen ja, dass der Herr Mitterlehner nicht unbedingt ein Mann der Wirtschaft war, sondern eher ein klassischer Parteifunktionär. Ich glaube, das ist sogar dann im Untersuchungsausschuss noch einmal ganz kurz Thema geworden. Ja, da bin ich immer wieder froh, dass es auch noch den Kollegen Gerstl gibt, der manchmal an langen Nachmittagen dafür sorgt mit Zwischenrufen, dass, dass einem auch ein kleines Lächeln über die Lippen huscht. Genau das war die Aussage vom Kollegen Gerstl, der sich einmal mehr disqualifiziert hat tut und ein bisschen mehr der, der ist, der ein bisschen Spaß in die Klasse bringt, indem er eben genau das gesagt hat, dass der Wirtschaftsminister nichts mit der Wirtschaft zu tun hatte sondern ja nur funktionär bei der Wirtschaftskamera. Der Kollege Gerstl ja immer für ein Fettnäpfchen gut. Aber was jetzt interessant war bei der Frau Spielfeld, das ist ja, dass sie ganz bewusst ein System in Österreich etabliert hat, das wir eigentlich ja nur aus nordamerikanischen Wahlkämpfen kennen. Dort ist es ja, gibt es ja auch keine Parteiförderung in Amerika. Dort ist es notwendig, dass sich die Parteien selbst um ihre Finanzierung sorgen. Sprich, man macht einfach Lobbying-Politik, man schaut einen Kandidaten zu haben, der dann für verschiedene Gruppen Politik macht und diese Gruppen spenden dann. Ähm, in Österreich backen wir kleinere Brötchen. Was war die Gegenleistung von Sebastian Kurz? Ja, das ist die große Frage, die wir uns alle stellen. Auf der einen Seite, warum die ÖVP mit zig Millionen an Parteiförderungen. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt die Bundesebene, es gibt die Länderebene äh, plus dann auch noch die Kommunalebene. Das heißt, die ÖVP ist sehr üppig mit Parteiförderungen ausgestattet. Warum wir dann auch noch Sozusagen schnorren geht und äh, reiche Unternehmer dazu bringt, hier sehr, sehr hohe Beträge in die ÖVP-Parteikasse einzubezahlen, ist eine Frage. Und vor allem eine weitere Frage ist, welche Gegenleistungen hat es tatsächlich gegeben? Naja, wenn wir uns anschauen bei der Frau Spielfeld, also sie hat ein Gehalt bekommen für ihre Tätigkeit. Das waren im Monat um die 6.500 Euro, das wissen wir ja. Äh, ihr Mann allerdings äh, ist schon bedacht worden für seine Loyalität zu Sebastian Kurz. Kann man hier nicht sagen, dass zum Beispiel die Bestellung in einen Aufsichtsrat so eine Gegenleistung gewesen sein könnte? Ja, nicht nur das. Die Frau Spiegelfeld hat in ihrer, in ihrer Aussage auch Folgendes zu Protokoll gegeben, dass sie mit Thomas Schmidt, also dem Chef der ÖPAC, nunmehriger Alleinvorstand, sehr, sehr lange und sehr, sehr gut befreundet ist. Und genau das ist ja der Einflussbereich von Thomas Schmidt, der den Ehemann von Gabi Spiegelfeld schlussendlich dann ja auch in den Vorstand, der, in den Aufsichtsrat der Bundesforste. Beordert hat. Das heißt also, hier ist einmal jedenfalls aus meiner Sicht eine Gegenleistung für die Tätigkeiten der Frau Spiegelfeld zu sehen. Aber es gibt ja noch was. Das ist ja auch irgendwie so nebenbei rausgekitzelt worden im Untersuchungsausschuss. Auch die Frau Spiegelfeld selbst hat mit ihrer Firma seit der Bestellung von Herrn Schmidt einen gut dotierten Vertrag für die ÖBAC bekommen. Also, spätestens da ist meines Erachtens auf der einen Seite die Spende, auf der anderen Seite die Leistung, dieser Kreislauf vollzogen. Und das ist für mich einer der ersten Fälle, der sichtbar macht, wie das ÖVP-System funktioniert hat. Und es gibt ja viele ähnlich gelagerte Fälle, die man auch sichtbar machen muss. Also mit modernen Compliance-Regeln hat sowas überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, das Wort Compliance hat grundsätzlich in Verbindung mit der ÖVP nichts zu tun. <laughs> ja, gut. Ähm, um, dieses, um diesen Komplex dieser, dieser, dieser Be zwei Befragungstage abzuschließen, was ist noch passiert? Ähm, medial konnten wir vernehmen, beziehungsweise es ist in neuen Zeitungen gestanden, OAF hat auch darüber berichtet, dass der Untersuchungsausschuss jetzt endlich nach knapp einem Jahr die Messenger und SMS-Nachrichten äh, äh, zwischen Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strahe bekommt. Sind die jetzt da? Du wirst doch nicht glauben, dass wir im Untersuchungsausschuss jetzt plötzlich diese Nachrichten so problemlos kriegen, nachdem wir ein Jahr gefordert haben, äh, dass wir sie erhalten. Natürlich nicht. Oder nur teilweise. Erstens einmal hätte man diese Nachrichten aus meiner Sicht bereits vor diesen beiden Untersuchungsausschusstagen anliefern müssen, weil ja die wichtigsten Berater natürlich in direkter Verbindung zu Sebastian Kurz stehen und nichts wichtiger gewesen wäre, als diese mit diesen Nachrichten auch zu konfrontieren. Das hat man dadurch vereitelt, indem der Herr Sobotka als Parlamentspräsident die Annahme der Lieferung dieser SMS im Parlament abgelehnt hat. Muss man sich halt vorstellen: Das Justizministerium liefert hier äh, diese SMS ins Parlament und äh, Herr Sobotka sagt dann mit seiner Parlamentsdirektion, nachdem diese Dokumente auf einem USB-Stick angeliefert worden sind und das nicht äh, den Kriterien entspricht, äh, die zu erfüllen sind, nehmen wir es sicherheitshalber nicht an. Das ist auch interessant, weil du uns gerade angesprochen hast, Sobotka, der hat sich auch wieder ausgezeichnet in seiner Vorsitzführung in den vergangenen Tagen. Aber nicht nur er, sondern offenbar hat er jetzt einen kongenialen Kompagnon gefunden. Nicht? Das hat ja auch für einiges an Irritationen bei der Befragung gerade dieser ÖVP-lastigen Personen gesorgt. Wie hast du das wahrgenommen? Vor allem dieses Zusammenspiel Sobotka auf der einen Seite und Verfahrensrichter auf der anderen Seite. Also ich bin ja einigermaßen erschüttert, dass ein derart massiver ÖVP-Schutzpanzer rund um die Frau Spiegelfeld errichtet worden ist und auch um, äh, rund um die anderen Auskunftspersonen, denn wir haben ja mittlerweile die Situation, dass uns Sobotka sobotiert bei der Lieferung von Beweismitteln. Sind zwar später dann gekommen, wenn auch geschwärzt, wie auch immer, das sei jetzt einmal dahingestellt. Das ist einmal das erste Problem. Uns werden Akten vorenthalten. Das zweite Problem ist die Vorsitzführung von Sobotka und seinem Stellvertreter Hanger. Da kann man einen gegen den anderen austauschen, beides eine Katastrophe, beides nur in Richtung ÖVP getrimmt und um hier eine Abwehrschlacht zu machen, sonst haben die keinen Auftrag. Und die dritte Komponente, das du ja vollkommen richtig erkannt, ist mittlerweile leider der Verfahrensrichter Rohrer. Das ist einer von zwei Verfahrensrichtern, die diese Untersuchungsausschusstage begleiten, der es tatsächlich geschafft hat, eine ganze Reihe von essentiellen Fragen zu den Untersuchungsgegenständen, nicht zuzulassen. Das ist gegipfelt in sehr, sehr ausführlichen Geschäftsordnungsdebatten, wo wir uns schlussendlich dann nach langen Kämpfen immer wieder durchsetzen konnten. Aber, wie du richtig sagst, wir kämpfen in dem Untersuchungsausschuss gegen die Auskunftspersonen der ÖVP, wir kämpfen gegen den Vorsitzenden und leider Gottes auch gegen Teile der Verfahrensführung, sprich der Verfahrensrichterschaft. Das finde ich schade, denn man muss, denke ich, so viel Equidistanz in dieser Position innehaben dass man weiß, in welche Richtung so ein Untersuchungsausschuss geht, beziehungsweise auch welche Fragen zuzulassen sind und welche nicht. Und ich hätte mir auf der anderen Seite erwartet, dass genau dieser Verfahrensrichter mit in unsere Kritik mit einstimmt, dass wir die Beweismittel kriegen müssen, die wir zu kriegen haben und nicht dazu angetan ist, sozusagen, als zweite Kohorte des Parlamentspräsidenten Sobotka und seiner Stellvertretung da auch noch gegen die Abgeordneten des eigenen Hauses zu agieren. Ja, Christian, ich meine, wenn wir uns das jetzt anhören, das waren jetzt zwei Ausschusstage, es stehen uns ja noch einige bevor, aber wenn man jetzt eine kurze Zwischenbilanz macht, ich höre immer wieder Kritik auch dahingehend, dass man sagt, ihr sitzt stundenlang da drin, da kommt eh nichts an die Öffentlichkeit und das kostet unheimlich viel und das bringt alles zusammen nichts. Ähm, Du bist ja selbst betroffen insofern, dass du selbst viele, viele, viele Stunden, Tage da drinnen verbringst äh, unter diesen Umständen mit Maske und, und, und schlechter Luft und schlechter Vorsitzführung. Bringt der Untersuchungsausschuss jetzt was oder ist das wirklich nur äh, verlorene Liebesmühe? Also es ist tatsächlich so, dass es ein sehr, sehr... Anstrengendes äh, Tätigkeitsfeld ist, das man da im Untersuchungsausschuss vorfindet, weil man, halt, wie gesagt, ständig gegen die Dreifaltigkeit der ÖVP anzukämpfen hat. Aber nichtsdestotrotz bin ich überzeugt davon, dass gerade dieser Untersuchungsausschuss sehr viel gebracht hat. Ich darf jetzt nur zum Beispiel auf die Causa Blümel verweisen. Also beim Herrn Blümel sind wir mittlerweile so weit, äh, dass es offensichtlich äh, wesentlich mehr Verknüpfungen zu den Untersuchungsgegenständen gibt, als man ursprünglich auch von ihm erfahren hat. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ja auch eine Hausdurchsuchung bei ihm angeordnet und selbstverständlich ist genau das ein Ausfluss unserer Arbeit im Untersuchungsausschuss, weil wir eben gewisse Widersprüchigkeiten in dem Zusammenhang aufgezeigt haben. Das wird uns auch noch bei anderen Leuten gelingen. Wir haben ja schon eine Reihe von Falschaussagen mittlerweile bewiesenermaßen auch im Untersuchungsausschuss aufgezeigt. Das sind alles Fälle, mit denen sich jetzt die Justiz auseinandersetzen muss. Und das sind eben die kleinen Erfolge, die man gegen dieses ÖVP-Universum jetzt einmal erzielen kann. Insgesamt glaube ich aber trotzdem, dass uns auch noch der große Treffer gelingen wird. Ein vielleicht nicht ganz so großer Treffer, aber ein symptomatischer Treffer, weil du es angesprochen hast, Blümmel, war ja seine Aussage im Untersuchungsausschuss und die ist ja quer durch alle Medien gegangen. Ich habe ja gar keinen Laptop besessen. Und jetzt hat es in den letzten Tagen, du hast es angesprochen, es gab eine Hausdurchsuchung, mit diesem Laptop eine ganz besondere Bewandtnis. Vielleicht könntest du uns da auch noch schildern, was sich da in den letzten Tagen zugetragen hat. Ich glaube, der Gernot Blümel wünscht sich wirklich, ich hätte auf meine Frage damals anders geantwortet, äh, als ich ihm gefragt habe, wie es mit seinem Laptop ausschaut. Und alles andere ist ja mittlerweile Geschichte. Und ja, das hat ihn wieder eingeholt. Und zwar im Zuge dieser Hausdurchsuchung, die ich ja vorher gerade angesprochen habe hat sich eine interessante Geschichte ereignet und zwar, er hat darum gebeten, dass er seine Frau vor der Hausdurchsuchung noch kontaktieren kann, weil das kleine Kind zu Hause schläft und damit also beide nicht erschrecken, hätte er quasi sie vorwarnen wollen, dass jetzt die Polizei kommt und die Hausdurchsuchung stattfindet. Da kann man darüber diskutieren, ich halte es nur für ungeschickt, weil dann folgendes passiert ist, dass die Lebensgefährtin von Kern und Blümel nicht nur das Kind und den Kinderwagen geschnappt hat und die Wohnung verlassen hat, sondern auch einen Laptop, den es dann schlussendlich doch gegeben hat. Uh, und der dann aber bei der Hauszusuchung, obwohl er angegeben war von Gernot Blübel, nicht gefunden worden ist. Aber der will jetzt ganz dumm fragen, ich meine, vielleicht verstehe ich es einfach nicht. Warum nimmt seine Frau einen Laptop mit in den Kinderwagen und verlässt das Haus? Gibt es da eine Begründung dafür? Naja, das ist halt der normalste Vorgang, den es überhaupt gibt, dass man zum Spaziergang mit dem Baby nicht nur die Wickeltasche, sondern auch den Laptop mitnimmt, möchte man meinen, zumindest im ÖVP-Universum. Nein, also da hat man uns einen riesen Bären aufgebunden und wir sind auch noch gar nicht fertig damit, sondern die Lebensgefährtin von Blümel verlässt also mit diesem Corpus Delicti das Haus, fährt in der Straßenbahn spazieren und wird dann kontaktiert, sie möge doch den Laptop wieder zurückstellen. Und dann die nächste eigenartige Geschichte, ist es ausgerechnet der Kabinettschef von Blümel Niederrist, der sich dann mit der Lebensgefährtin von Minister Blümel an irgendeiner Straßenbahnhaltestelle trifft, dort diesen angeblichen Laptop entgegennimmt und zurück zur Hausdurchsuchung bringt. Die Frage, die sich für mich stellt, ist, was ist mit diesem Gerät eigentlich in der Zwischenzeit passiert? Ist es noch dasselbe Gerät? Ist irgendwas verändert worden dran? Ist was gelöscht worden? Geschreddert? Wie auch immer, man könnte fast sagen, das war jetzt die Schredderaffäre 2.0. Also Fragen über Fragen. Und vielleicht zum Abschluss auch noch, ich bin auch der Meinung, dass sich die Staatsanwaltschaft mit dieser Vorgehensweise nicht sehr besonders klug verhalten hat. Das ist sehr diplomatisch formuliert. Vielleicht sollte man bei der Firma Reiswolf nachfragen, ob die in den letzten Tagen vielleicht irgendein Gerät äh, geschreddert haben und die Rechnung nicht bezahlt wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war's für heute. Ich kann Ihnen versprechen, genauso spannend wie es heute war, geht es auch in Zukunft weiter. Wir haben noch einiges, wir haben noch einiges zu, zu, zu untersuchen und wir nähern uns langsam, aber sicher immer mehr dem Kern dieses schwarzen Universums. Und die Einschläge rund um Sebastian Kurz, der nämlich diesen Kern bildet, diese Einschläge, die kommen immer näher. In dem Sinne, bleiben Sie uns gewogen, wir werden uns im Bälle wieder bei Ihnen melden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.